Es ist Muttertag, es ist gefühlt schon Sommer und es ist Heimspielzeit des TVB gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Schwäbisch-Badisches Derby. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei seid, dass ihr tatsächlich sagt, hey, scheiß auf die 30 Grad da draußen, wir schauen euch jetzt zu hier bei der Webshow. Und ich glaube, es ist genau die richtige Entscheidung gewesen, denn wir haben gleich zu Beginn unseren Trainer und Geschäftsführer bei uns, Jürgen Schweigert. Hallo Jürgen. Hallo Jens. Wie geht's dir? Nach den drei Punkten jetzt in Serie mit dem Erfolg gegen Göppingen und dem Unentschieden, lässt sich gut gegen die Löwen heute auftreten mit breiter Brust? Das hoffe ich. Natürlich nach den letzten Sekunden in Minden hätten wir gerne 4 Punkte gehabt. Aber natürlich, wenn wir vor den 2 Spielen und mit der Serie und dem fehlenden Selbstvertrauen, das wir hatten, dann gewusst hätten, dass wir 3 Punkte holen, wären wir zufrieden gewesen. Ja, das hat der Mannschaft doch auch gut getan. Ich glaube, man hat vor allen Dingen gegen Göppingen gesehen, was die Mannschaft eben wieder kann oder kann. Wir müssen es nur versuchen, öfters abzurufen. Und das wird man heute versuchen. Aber wir werden mindestens die Leistung von Göppingen brauchen, um heute hier eine Chance zu haben. Ich habe es jetzt bei den letzten 2 TVB-Webshows schon mal thematisiert. Hey, wir schaffen was Historisches. Noch nie haben wir so viele Punkte geholt. Jetzt ist es tatsächlich passiert. 24 Punkte, noch nie hat der TVB so viele Punkte geholt. Und es sind ja noch viele Spiele, auch bis zum 34. Spieltag, so als Messlatte, auch wenn wir dieses Jahr mehr Spiele haben. Aber das ist auf jeden Fall auch wieder ein kleiner Meilenstein in der TVB-Geschichte. Ja, absolut. Wenn man die Punktzahl nimmt über die ganze Saison hinweg, ist es sehr gut. Wir wissen alle, dass wir durch Chance gehabt hätten, noch mehr Punkte zu holen, aber das müssen wir jetzt irgendwann auch mal abhaken. Wir haben, wie du sagst, noch 10 Spiele vor uns, auch schwere Spiele wie heute. Aber nochmal, wir wollen so viele Punkte wie möglich holen und wenn die Rhein-Neckar-Löwen uns heute eine Chance lassen, dann wollen wir natürlich diese auch nutzen. Ja, aber das liegt natürlich schon wesentlich auch an der Art und Weise, wie die Rhein-Neckar-Löwen heute auftreten. Jetzt haben wir 24 Punkte. Du hast irgendwann mal gesagt, 25 brauchen wir, um die Klasse zu erhalten. Ist das noch aktuell? Ich glaube schon, dass es passieren kann, dass man so viele Punkte braucht. Es muss nicht sein, aber es kommt jetzt darauf an, was die nächsten Wochen passiert. Nordhorn hat jetzt 15 Punkte, die haben auch noch einige machbare Spiele. Die Eulen haben weniger Spiele, ich glaube 3 weniger wie Nordhorn, können auch noch viele Punkte holen. Also es kann schon sein, dass wir die 25 brauchen. Aber das sollte jetzt nicht unser erster Fokus sein, immer diese 25 Punkte, sondern wirklich in jedem Spiel versuchen, unsere Chance zu nutzen. Es gibt ja tatsächlich Mannschaften, die liegen einem und Mannschaften, die liegen einem weniger. Wenn man es mal an TVB denkt, würde ich jetzt mal sagen, MT Melsungen ist eher so eine Mannschaft, die einem liegt. Die HSG Wetzlar vielleicht eher eine, die einem nicht so liegt. Wenn wir nach den Löwen schauen, wo würdest du das einordnen? Kennst du die Statistik? Ja. Also wir haben noch keinen einzigen Punkt gegen die Löwen bisher geholt. Trotz allem in der Vorbereitung glaube ich trotzdem, dass wir in den letzten Jahren die Distanz von der Leistungsfähigkeit deutlich verringert haben. Wir haben in der Vorbereitung ein sehr gutes Spiel gegen sie gemacht. Das zählt natürlich nicht. Aber natürlich wollen wir irgendwann auch mal die Rhein-Neckar-Löwen knacken. Ja? Wenn das heute schon soweit wäre, wäre es natürlich super. Aber wichtig ist, dass wir uns als Verein, als Mannschaft leistungsmäßig weiterentwickeln, um einfach in den Bereich des Möglichen zu kommen. Und ich glaube, das sind wir angekommen, bis wir es dann endgültig mal schaffen. Mal gucken, wie lange es dauert. Was ist heute zu erwarten? Die Löwen haben unter der Woche verloren gegen die Füchse aus Berlin. Haben sicherlich in der Bundesliga auch noch Ziele, wollen sich auch dort wieder international qualifizieren, aber auch vor allem international noch Ziele mit dem Europapokal. Was glaubst du, wie werden sie heute in die Partie gehen? Also ich glaube nicht, dass das ein Vorteil für uns war, dass sie unter der Woche gegen die Füchse verloren haben. Sie werden natürlich heute sehr aufmerksam und vielleicht auch ein Stück weit wütend hier beginnen und da müssen wir uns wehren und dagegen zu halten. Darauf haben wir uns vorbereitet. Ich hoffe, dass das gelingt uns. Wenn wir es schaffen, lange im Spiel zu bleiben, lange dran zu bleiben, dann glaube ich, steigt natürlich der Druck, weil es ist oben jetzt sehr, sehr eng geworden. Gerade zwischen den, die Füchse gehören da auch dazu, aber auch zwischen Göppingen, zwischen Magdeburg und zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und deshalb brauchen sie jeden Punkt und ja, sie kommen mit ein bisschen gehandicapt oder mit weniger Spielern, aber die werden dafür umso aufmerksamer sein, weil sie wissen, es kommt keiner mehr von der Bank. Also ich glaube nicht, dass das wirklich die beste Ausgangslage für uns ist, aber ist egal. Wir wollen trotzdem dagegenhalten. Kurze Frage noch zum Schluss. Personell, Yogi und Rudolf fehlen nach wie vor verletzt. Gibt es ansonsten noch personelle Dinge, die wir heute erleben werden? Ja, Finn Nikolaus ist wieder dabei nach seinem Abitur, das er geschrieben hat und in Minden, wo er nicht dabei war. Jogi fällt leider noch ein bisschen aus, wir wissen nicht genau wie lange, aber auf jeden Fall noch die nächsten 2 Spiele und dann mal gucken, wie es Ende Mai aussieht. Nee, aber sonst sind alle fit. Prima, dann wünschen wir viel Erfolg. Stoß den Bock mal um gegen die Rhein-Neckar-Löwen, damit wir die Statistik ein bisschen aufhellen.
Ja, sehr gut. Es gibt so Tage, da kann es dann passieren. Und vielleicht ist der Muttertag so ein Tag für alle Mütter als TVB-Fans, die Mannschaft, die gibt alles heute. Das war Jürgen Schweigert, unser Trainer und Geschäftsführer. Und das war live und aufgezeichnet. Haben wir vorab schon das Interview mit dem Gästetrainer der Rhein-Neckar Löwen, mit Martin Schwalb. Und wir freuen uns, den Gästetrainer Martin Schwalb zu begrüßen bei unserer TVB Matchday Show. Und den werde ich jetzt mal überraschen, denn ich verbinde extrem viel mit ihm. Mein erstes großes Handballspiel habe ich gesehen, da stand er auf der Platte. Bist du schon so alt? Ja, gut gehalten. 92, deutsche Meisterschaftsfinale, Ballsporthalle Frankfurt-Höchst gegen die SG Leutershausen. Ja, ja. Mit der SG Waller-Massenheim, mit einer Riesentruppe damals. Verbindet dich so emotional noch viel mit dieser Zeit, SG Waller? Absolut, absolut. Es war eine wunderschöne Zeit und wir hatten wirklich eine Riesentruppe. Und zwar nicht nur auf dem Spielfeld, sondern wirklich auch außerhalb. Wir haben unglaublich gut zusammengehalten und ich glaube, das hat man auch gemerkt, wenn man uns hat spielen sehen, dass das was ganz Besonderes war. Und ja, davon zehrt man schon, also von diesen Erfolgen und von dem Spaß, den man dabei hat. Und wenn man sowas zusammen erleben darf, ich glaube, das macht den Mannschaftssport auch so richtig interessant. Ich muss sagen, es war mein erstes hochklassiges Handballspiel, das ich damals gesehen habe, und es hat mich extrem gepackt. Und das zweite, da standst du dann auch auf dem Platz, das war dann in der Frankfurter Festhalle gegen Badel Zagreb, Europapokalfinale. Ging dann leider nicht so gut aus, aber es war trotzdem ein faszinierendes Spiel. Auch von diesem Spiel wird ja heute noch erzählt. Also nur ganz kurz, war Europapokal-Landesmeisterfinale und es ging um die Schlusssirene, da haben wir leider noch ein Tor bekommen, aber das Spiel hat ja auch eine ganz eigene Geschichte, weil da hat es reingeregnet in die Festhalle in Frankfurt. War eine riesenlange Unterbrechung. Man hat schon fast gemutmaßt, wir würden in eine andere Halle gehen, um fertig zu spielen. Also es war unglaublich dramatisch, 10.000 Leute in der Halle. Ja, da kann ich mich noch an viele Einzelheiten auch erinnern. Martin Schwalb hat viel erlebt und jetzt auch die Corona-Zeit als Trainer. Du hast in einem Interview gesagt, eigentlich mache ich diesen Job, weil es so geil ist, auch in der Halle zu stehen, wo überragende Stimmung ist. Und das ist jetzt die letzten Monate komplett ausgefallen. Jetzt geht die Saison wahrscheinlich auch so zu Ende. Mal abgesehen vom sportlichen Erfolg oder auch manchmal nicht so Erfolg, bist du froh, dass es jetzt dann auch abgeschlossen ist, die Saison? Ja, grundsätzlich haben wir ja noch einiges vor uns. Also über Abschließen darf man da noch nicht nachdenken. Es ist, glaube ich, für alle Beteiligten keine einfache Situation, aber man muss auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man da selber anfängt zu jammern, denn ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen auf der Welt, denen es deutlich schlechter geht in dieser für alle so schwierigen Pandemiezeit. Also von daher glaube ich, wir dürfen wenigstens noch unserem Beruf nachgehen, wir dürfen noch Handball spielen. Ich hoffe, wir haben dem einen oder anderen auch ein bisschen Freude bereitet. Aber natürlich ist es so, dass wir uns deutlich mehr freuen würden, wenn jetzt hier heute die Bude brennen würde und es wäre richtig was los. Und ich könnte auch viele Freunde und Wegbegleiter aus der schwäbischen Ecke hier begrüßen. Und das wird mir natürlich viel mehr Spaß machen, als jetzt hier vor leeren Rängen zu spielen. Aber das Ende ist ja in Sicht, auch das Ende der Pandemie. Also von daher hoffen wir, dass es alles jetzt bald besser wird. Auf der Zielgeraden. Martin, du hast gerade gesagt, hier in der schwäbischen Heimat, geborener Stuttgarter, verbindet dich noch viel hier mit der Region? Hast du noch viele Freunde, Bekannte, Verwandte vor allem? Ja, also Bekannte auf jeden Fall. Wir sind auch in Kontakt, wir telefonieren auch miteinander. Das hat sich über die Jahre auch erhalten. Es ist nicht ganz so einfach, wenn man so ein bisschen durch die Weltgeschichte reist, wie ich das getan habe und jetzt auch Lebensmittelpunkte zum Beispiel in Hamburg hat. Aber trotzdem, wir sind in Kontakt, wir telefonieren ab und zu mal und jetzt sind in den letzten Monaten haben wir noch ein bisschen mehr intensiviert und wollten uns eigentlich viel öfters treffen, wollten nochmal die alten Städten aufsuchen, als wir in der Jugend unser Unwesen getrieben haben, aber das ging natürlich alles nicht und ja, von daher ist es auch ein bisschen unglücklich. Sehr interessant, wo war das so hier in Stuttgart? Ah, das war in Stuttgart. Radiobar? Das war früher aber auch noch Perkins Park Sachen. Und Nestle war mal. Aber in Stuttgart war das nicht so viel, war eigentlich mehr in Ludwigsburg, weil eigentlich bin ich in Ludwigsburg aufgewachsen, habe ja auch bei der TSG Oswald gespielt. Und da gab es natürlich, da bin ich auch auf die Schule gegangen und alles. Und da gab es Rockfabrik. Ja, Rockfabrik, ja. Genau, richtig. Oh, das war aber nicht so, das war auch nicht so genau mein Ding, muss ich sagen. Das war mir zu laut. Ja, das war nicht so mein Ding. Also mir hat jetzt übrigens zugemacht. Gibt's nicht mehr. Aber es gab's damals, kann ich mich noch gut dran erinnern, aber wir hatten natürlich auch so ein bisschen unsere Kneipen und wo wir hingegangen sind und das hätten wir natürlich gern noch mal gemacht, uns das alles anzuschauen, was da draus geworden ist, aber sind ja alle zu.
Du hast gerade völlig zu Recht gesagt, die Saison ist noch nicht zu Ende und ihr habt noch viel vor, vor allem im Europapokal. Jetzt gab es ja in der Woche die Niederlage gegen die Füchse. Wie schwer wiegt das jetzt für den Europapokal oder ist das neues Spiel, geht von vorne los? Ja, das, wie immer. Das ist gegen solche Mannschaften wie gegen die Füchse oder gegen Melsung. Es sind immer so Duelle auf Augenhöhe, wo irgendwann auch mal ein paar Kleinigkeiten entscheiden. Und so war es da jetzt auch am Donnerstag. Wir haben eigentlich sehr gut gespielt und dann ist uns einfach die Luft ausgegangen. Und die Füchse haben das Momentum für sich gehabt und haben das Spiel gewonnen. Also da muss man seine Lehren draus ziehen, muss schauen, was man da schlecht gemacht hat und versuchen, das nächste Mal besser zu machen. Aber das hat nichts mit dem Spiel, mit dem Halbfinale zu tun. Das ist ein ganz neues Spiel. Ist ein K.O.-Spiel, ist kein Saisonspiel, ist ein K.O.-Spiel. Aber ich glaube, da wird es schon richtig zur Sache gehen. Der TVB hat sich ein bisschen gefangen. Wichtig war der Erfolg gegen Göppingen, jetzt auch dann mit dem Auswärtspunkt nach einer wirklich langen Durststrecke. Ist der TVB so für dich auch noch ein bisschen die Wundertüte der Liga? Gegen große Mannschaften oft sehr stark, dann gegen die hinteren viele Punkte gelassen? Ja, ich glaube, das ist auf so einem Weg, den der TVB Stuttgart geht, ganz natürlich. Es ist so, dass sie sich jetzt über die Jahre hinweg in der Bundesliga etabliert haben, ja, dass sie sich im Mittelfeld etabliert haben, dass sie jetzt versuchen, natürlich auch ein bisschen nach oben zu schauen und dementsprechend auch leistungsmäßig dem einen oder anderen an einem guten Tag ein Bein stellen können. Aber es fehlt halt einfach noch die Konstanz. Das ist so, denn das ist ja das, was du brauchst, als wenn du irgendwann mal eine absolute Spitzenmannschaft werden willst. Jetzt will ich den Stuttgartern nicht gleich sagen, dass sie eine Spitzenmannschaft werden müssen oder wollen. Können sich ihre Ziele natürlich selber definieren, aber das ist eben genau die Kunst, ja, in der Bundesliga da nichts liegen zu lassen oder möglichst wenig liegen zu lassen. Und das sieht man ja in Mannschaften wie Kiel und Flensburg, die dann halt diese Spiele zum Schluss irgendwie doch noch drehen. Ja, und das macht dann so die Spitzenklasse aus und den kleinen Unterschied aus. Und da gibt es ganz viele Mannschaften in der Liga, die in der Lage sind, an einem guten Tag alle zu schlagen und halt am schlechten Tag auch gegen fast alle zu verlieren. Das macht die Liga natürlich auch so spektakulär, wie sie jetzt ist. Wir wünschen ein gutes Spiel heute gegen den TVB. Danke. Vielen Dank für deine Zeit, dass du uns hier ein bisschen Rede und Antwort gestanden bist und auch so ein bisschen in der Vergangenheit mit uns eingetaucht bist. Sehr gerne. Durfte tatsächlich dann auch beim ersten großen Erfolg vom HSV, dem DHB-Pokalsieg, am Mikrofon sein. Also gab es schon so ein paar Punkte immer mal wieder. Hast du die guten Sachen ausgesucht? Ja, Champions League-Finale saß ich zwar auf der Tribüne, aber war auch mit dabei. Aber, ja, doch schon. Der Handball hat mir auch persönlich schon viel gegeben und bin ich auch dankbar für all die Sachen, die du jetzt auch ansprichst. Das hat auch alles sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir sind gespannt, was die Zukunft noch bringt. Alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und dann auch für die Rückkehr nach Hamburg. Und Dankeschön. Pflegt uns den Yogi gut die ganze Zeit. Martin Schwalb, der Trainer der Rhein-Neckar Löwen. Martin Schwalb als Trainer und Spieler fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt im Handball und ein sehr, sehr sympathischer Zeitgenosse, der Trainer der Rhein-Neckar-Löwen im Interview, wie gesagt, etwas vorher aufgezeichnet, weil wir unseren Gästetrainer nicht immer dann hier noch so kurz vorm Spiel dann hier in unser improvisiertes, schönes Studio in der Porsche Arena bitten wollen, sondern das gerne relaxed im Vorfeld aufzeichnen und so relaxed hat er sich auch gegeben. Jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die mittlerweile tatsächlich auch schon sehr viele Freunde hat und Anklang findet. Michas Spielanalyse. Micha Schweigert ist gemeint, der sich heute wieder mal mit dem TVB und den Rhein-Neckar Löwen auseinandergesetzt hat. Ja, ich habe ein paar Szenen aus dem Spiel gegen Frischhoff Göppingen mitgebracht. Das Spiel lief ja wirklich sehr gut für uns und war mit einer der besten Leistungen überhaupt in der laufenden Saison. Ja, vor allem im Tempospiel konnten wir die Göppinger bezwingen, würde ich es mal beschreiben. Bei der ersten Szene kann man erkennen, dass wir im normalen gebundenen Angriff eine Isolation für Jerome Müller schaffen, der dann abschließt. Worauf ich jetzt aber im Speziellen eingehen möchte, ist, Jerome Müller hat eine schlechte Position im Rückzug. Bedeutet, Göpping dürfte erstmal eine Überzahlsituation schaffen, aber er schafft es, in einem schnellen Tempo zurückzulaufen. Man sieht ihn zwar in der Mittellinie jetzt noch weit weg von den ballführenden Spielern, dafür hat er schon zwei Spieler wieder eingeholt. Dazu kommt, dass Charko Piszewski auch den Abwehrspezialisten Samuel Rödlisberger sehr schnell einwechseln konnte. Wir haben es geschafft, dass Marcel Schiller nach dem Anspiel von drei Spielern gestoppt wird, wir den Tempoangriff komplett unterbinden können
und Göpping somit den Vorteil nicht ausnutzen konnte, dass Jerome Müller lange am Boden lag. Ja, und das ist auch ein Grund des Umschaltspiels, nicht nur nach vorne, sondern gleichzeitig auch der Rückzug nach hinten, haben wir in dieser Szene wirklich top gemacht. Ja, in der zweiten Szene geht es mal in die andere Richtung. Wir stehen in der Abwehr gegen Göppingen. Man kann hier erkennen, wie Samuel Rödlisberger zusammen mit Finn Nikolaus einen wirklich Top-Block gegen den Nationalspieler Sebastian Heimann stellen können. Primo Spros kann das auch frühzeitig erkennen und hätte einen Wurf in das kurze Eck gehalten. Der Nationalspieler erkennt allerdings, dass da keine Wurfchance ist, möchte sich retten durch einen Abprell-Move. Das funktioniert aber nicht. Wir gehen schnell nach vorne und Patrick Zieger erzielt ein schnelles Tor. Warum erzielt er ein Tor? Warum haben wir eine Überzahl geschaffen? Neben Sebastian Heimann war der eigentliche Gegenspieler von Patrick Zieger noch am Kreis, bedeutet sehr weit weg von seiner eigentlichen Abwehrposition. Die Lücke haben wir schnell erkannt und können Patrick Zieger dann freispielen, der ein schönes Tor erzielt. Eine weitere Szene dann aus der zweiten Halbzeit. Auch hier kann man sehen, wie gut wir im Umschaltspiel waren. Wir schießen ein Tor durch Adam Löhn. Im Rückzug sind alle Spieler parat. Die Wechsel zwischen Abwehr- und Angriffsspielern funktionieren sehr gut, sodass wir die Göppinger Angriffsreihe direkt annehmen können, schön gestaffelt sind und einen ersten Pass zu Kosina direkt verteidigen können. Sascha Pfatteicher kann den Ball gut abfangen und ein Tempo-Gegenspieltor erzielen. Das war mit Sicherheit einer der Schlüssel zum Sieg gegen Frischhoff Göppingen. Ja, in diesen Szenen kann man erkennen, wie wichtig ein Umschaltspiel ist und wie wichtig oder auch deprimierend dann für die Gegner ein Tempotor sein kann. Rückzug genauso wie ein schnelles Spiel nach vorne sehr, sehr wichtig, auch heute gegen die Löwen. Die Spielanalyse in dem Fall vom Spiel gegen Frischhoff Göppingen, vom Erfolg gegen Frischhoff Göppingen und welche Lehren wir dann jetzt auch für das heutige Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen daraus ziehen können. Ja, die Liqui-Moly-Handball-Bundesliga ist das Ziel von jedem jungen Nachwuchshandballer, auch selbstverständlich, wenn man schon relativ nah dran ist, beispielsweise in der U19 des TV Bittenfeld. Da gab es am Samstag vor einer Woche eine Premiere, einen Livestream bei der Rückkehr in die Junioren-A-Jugend-Bundesliga gegen MT Melsungen. Und ja, da waren über 600 Leute mit dabei, die unserer U19 dort die Daumen gedrückt haben und mitgefiebert haben. Und wir haben einen kleinen Highlight-Clip für euch vorbereitet. Aus der Gemeindehalle Bittenfeld in die Welt hinaus gestreamt. Die U19 des TV Bittenfeld gegen MT Melsungen. Am Ende stand es 25-34, also verloren gegen Melsungen. Aber 600 Zuschauer sind wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und gestern ging es zum TV Gelnhausen und dort gab es eine 28-27 Niederlage. Und wir haben den Trainer bei uns, Ulf Lindner. Hallo. Und fragen erstmal, was ist denn da los? Zwei Niederlagen. Ja, also ich denke, das Spiel gegen Melsungen, da müssen wir einfach klar sagen, da haben wir gegen die bessere Mannschaft verloren. Da waren wir über 60 Minuten nicht in der Lage, die individuelle Klasse der Melsunger zu kompensieren. Die waren da einfach besser. Mhm. Gestern war es ärgerlich. Also wir haben eigentlich ein sehr kampfbetontes Spiel erlebt. Aber wir werfen, also ich habe es noch nicht gezählt, ich muss das Video nochmal anschauen. Aber ich glaube, wir haben zwischen 12 und 18 freie Chancen nicht im Tor unterbringen können und bei einer Ein-Tore-Niederlage. Da, das ist dann bezeichnend, ja.
weiß ich dann auch, woran das gelegen hat. Also, ja. Wie lange war denn die Pause? Wie lange konntet ihr denn kein Spiel mehr jetzt bestreiten aufgrund von Corona? Also wenn ich mich richtig erinnere, waren wir am letzten Oktoberwochenende letztes Jahr, war das letzte Spiel. Dann haben wir eigentlich weiter trainiert, weil wir aufgrund der Bestimmungen von der Stadt Waiblingen weiter trainieren durften. Dann haben wir kurz bevor die Weihnachtspause kam, ein bisschen früher abgebrochen, weil da die Inzidenzzahlen auch so waren, dass wir gesagt haben, das können wir jetzt eigentlich auch nicht mehr verantworten, vor den Familienfesten die Jungs weiter im Training zu halten, und sind dann am 14. Januar wieder ins Training eingestiegen und haben dann 5-mal die Woche inklusive Wochenende durchtrainiert. Und letzte Woche Samstag war das erste Spiel wieder. Genau. Schon ganz schön zäh. Ja, das war schon, also wir haben jetzt natürlich auch dieses Verletzungspech wahrscheinlich aufgrund dieser Sofortwiedereinstieg mitnehmen müssen. Wir haben 2 schwer verletzte Jungs leider aus den letzten Spielen rausbekommen. Aber es ist auch für die Jungs eine ganz komische Situation. Und da muss ich ja sagen, beeindruckt mich das, wie so junge Menschen über so einen großen Zeitraum wirklich immer wieder sich in die Halle bewegen und dort tolle Trainingsleistungen abliefern. Also das zollt mir also schon großen Respekt ab. Wie schwierig ist es denn da, die Spieler dann auch weiterzuentwickeln? Die sind ja auch manche in einer entscheidenden Phase auch ihrer Karriere. Wo geht es denn jetzt hin? Geht es vielleicht hierhin? Geht es zur zweiten? Oder geht der Weg weg? Und da machen ja manchmal tatsächlich auch gerade so diese Monate, diese letzten Monate dann auch in der U19, ja doch auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt aus. Also ich denke, das läuft nur über direkte Gespräche mit den Spielern. Wir haben das Situation im Handball, da ist die, dass wir das, was jetzt hier unten mit dem Finn Nikolaus passiert, ist ja eine absolute Ausnahmesituation, dass Spieler aus der, eigentlich das ist ja noch sein erstes A-Jugendjahr, schon in der ersten Bundesliga spielen. Das gibt es ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das schon mal gegeben hat. Deswegen gehen die Wege meistens über eine zweite Mannschaft. Manchmal, also aktuell ist es so, dass wir fast alle unserer 2002er Talente bei Jörg Ebermann in der U23 oder in der zweiten Mannschaft unterbringen konnten und hoffen, dass wir da die entsprechende Entwicklung haben, dass sie vielleicht beim Handball dauert es ja immer ein bisschen länger, irgendwann auch da unten landen und mitspielen dürfen. Ulf, die Saison musste geändert werden. Es gab jetzt eine Dreiergruppe und Melsungen ist eigentlich schon durch, dass er dann ins Viertelfinale kommt. Wie geht es jetzt für euch noch weiter bis dann zur nächsten Pause, zur Sommerpause? Also das ist jetzt gerade eins der schwierigsten Themen, die wir gerade behandeln müssen. Es gibt das vom Deutschen Handballbund das Angebot, eine Pokalrunde zu spielen. Der Modus wird in einer Online-Besprechung morgen vorgestellt. Wir haben Interesse signalisiert unter Vorbehalt, weil wir einfach noch nicht wissen, wie wir mit der Verletzten-Situation umgehen sollen. Und wir haben natürlich auch neue Talente aus dem 04er-Jahrgang, die mit den Hufen scharren, auch gerne wieder ins Training einsteigen zu wollen. Das entscheidet sich in der nächsten Woche, wie wir da weitermachen. Also nicht nur als Handballfachmann gefragt, sondern auch als Psychologe jetzt im Moment gerade in so einer schwierigen Zeit. Ulf, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und alles Danke. Gute für deine Jungs auch. Dann für die Entscheidung, wie es dann jetzt im Pokalwettbewerb für euch weitergeht oder vielleicht auch nicht. Dankeschön, Ulf. Alles Gute unserer U19. Und hinter der Kamera steht Daniel Reuchle. Der hatte übrigens gestern Geburtstag, Daniel. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und Daniel ist auch ein brutaler Sportfreak. Das zeigt er immer wieder. Eingangsfrage. TV Gelnhausen. Was fällt dir dazu ein, Daniel? Boah, bin ich jetzt echt überfragt. Echt überfragt. Okay. Ihr könnt es euch mal überlegen und wir verraten es euch jetzt nach dem nächsten Film. Den hat nämlich der Daniel gemacht, oder der Volker? Der Daniel? Genau, er war mal wieder beim Training beim TVB. Der Ball in den Handballhallen der Region ruht, zumindest im Amateursport und vor allem bei den Kindern. Für ein bisschen Abwechslung hat da der Aufruf vom Handballverband Württemberg an die Kids bis 11 Jahre gesorgt. Sie sollten ihrer Kreativität rund um den Handballsport freien Lauf lassen. Und die Minis, F- oder E-Jugendlichen, haben sich richtig was einfallen lassen und auch Corona die rote Karte gezeigt. Ja, ich war mega überrascht, als ich jetzt alles gesehen habe hier, wie vielfältig auch diese Bilderauswahl hier ist, die die Kinder gezeichnet, gemalt und auch irgendwie entworfen haben. War phänomenal, was alles gekommen ist.
Auch im Lockdown am Ball zu bleiben, das ist das zweideutige Motto des HVW. Denn nicht in der Halle mit dem Ball trainieren zu können, ist das eine. Seinen eigentlichen Lieblingssport komplett aus den Augen zu verlieren, das andere. Deswegen habe ich auch gerne unterstützt, weil es ganz wichtig ist, dass wir jetzt auch die Kinder am Handball nah dran halten. Wir können nicht alle trainieren, also wir dürfen trainieren, wir Profis, aber viele einfach nicht. Und das ist super traurig. Und da ist jede Aktion, die die Kinder einfach nah am Handball hält, wichtig. Der Aufwand und die Kreativität der Mädels und Jungs hat sich gelohnt. Jeder der über 300 Kids ist ein Gewinner. Für die schönsten Bilder wartet unter anderem ein Trainingsabend mit einem Bundesligaspieler. Alle Bilder werden zudem demnächst auf der Website des Württembergischen Handballverbands veröffentlicht. Dem ehemaligen Präsidenten des Deutschen Handballbundes und HVW-Ehrenpräsident Bernhard Bauer zeigt die Aktion, dass auf die Handballer auch in schweren Zeiten Verlass ist. Ich glaube, man muss den Hut ziehen vor unseren Vereinen, die sich unglaublich viel haben einfallen lassen. Ein Ergebnis sieht man hier. Und deshalb hoffe ich, dass wir durchaus die Spielerinnen und Spieler halten können, die wir haben, und andere trotzdem noch dazu gewinnen. Denn es ist immerhin eine Aktion, die auch zeigt, dass die Handballerinnen und Handballer kluge Ideen haben. Yogi Bitter selbst ist nicht nur Handballprofi, sondern auch Vater von 3 schulpflichtigen Jungs und hofft, wie Millionen andere Eltern, dass die Kids hoffentlich zeitnah wieder Sport im Verein zusammen mit ihren Freunden treiben können. Natürlich, es sind nun mal gerade die Regeln. Wir können leider nicht gegen alles irgendwie jetzt uns erheben, weil das macht, glaube ich, gerade keinen Sinn. Seit ein paar Tagen haben wir, glaube ich, alle irgendwie das Gefühl, dass Licht am Ende des Tunnels ist. Die paar Wochen halten wir noch durch. Die Kinder machen das Beste draus und trainieren in kleinen Gruppen. Das ist ja erlaubt in Hamburg und von daher geht das irgendwie. Und jetzt, wie gesagt, jetzt sind wir kurz vorm Ende, das halten wir schon noch durch. Peter selbst konnte sich die Bilder, auf denen er richtig oft das Hauptmotiv ist, in aller Ruhe anschauen. Denn seine Meniskusverletzung ist leider noch nicht ganz auskuriert. Eigentlich wollte ich schon wieder spielen, gab es ein paar Komplikationen, deswegen kann ich noch nicht. Prognose ist schwierig, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich noch für den TVB wieder spielen kann. Ohne seinen Kapitän muss der TVB also in die nächsten Spiele gehen. Zahlreiche kleine Handballfans werden sich diese Partien dann sicherlich von zu Hause aus anschauen. Aus Liebe zu ihrem Sport. Yogi Bitter beim Malwettbewerb des HVW, des Handballverbandes Württemberg. Davor war der Daniel beim Training und dann ist er direkt zum HVW gefahren und hat gedacht, Mensch, das ist der viel schönere Beitrag heute, Yogi dann auch mal wieder zu sehen beim Malwettbewerb des HVW. Wir kommen zurück zum TV Gelnhausen und der Ulf hat es gerade fast richtig gesagt beim Rauslaufen. Schmied, ja genau, 400 Meter Hürdenläufer, Harald Schmied. Das ist die Sportlegende vom TV Gelnhausen. Und Fun Fact am Rande, weil wir vorher Martin Schwalb da hatten, beide haben aus Los Angeles eine Silbermedaille mitgebracht. Handball und über 400 Meter. Hinter der 400 Meter Legende, wer weiß es? Edwin Moses. Ja, da gibt es vielleicht mal nochmal was bei YouTube nachzuschauen. Apropos nachschauen, wir haben ein paar Ergebnisse für euch nachgeschaut von gestern aus der Liqui-Molly Handball-Bundesliga, Bergische HC gegen SC Magdeburg 21-25, Nordhorn gewinnt gegen Coburg 28-26, Flensburg gegen Wetzlar 32-24, Melsungen frisch auf Göppingen 31-23 und dann TuS Essen gegen Leipzig 24-26. Das Spiel Füchse Berlin gegen THW Kiel ist ebenfalls bereits zu Ende. 26-28 das Endergebnis. Die Kieler, die bleiben also vorne. Wir kommen zu den Matchfacts des heutigen Tages, präsentiert von André. Und da sind sie. Ja, der Jürgen hat schon angesprochen, die Bilanz ist schadlos für die Rhein-Neckar-Löwen und erfolglos für den TVB. 10 Spiele, 0 Siege, 0 Unentschieden, glatte 10 Niederlagen. Letztes Punktspiel, 4.10.21, Rhein-Neckar-Löwen, TVB 30-20. Und das kann, glaube ich, dann nur ein Tippfehler sein. Das müsste 4.10.20 sein. Tabellenplatz aktuelle Saison, Rhein-Neckar-Löwen Platz 3, TVB Platz 13, bester Werfer aktuell Andi Schmid, 127 Treffer für die Rhein-Neckar-Löwen und Viggo Christensson 166. Größte Erfolge der Löwen, zweimal Deutscher Meister, DHB-Pokalsieger, Supercup-Sieger und EHF-Europapokalsieger. Da war ich damals in der Halle, von daher auch diese Partie heute für mich eigentlich doch was Besonderes. Das Heimspiel immer noch des TVB gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das war's von uns, von der TVB Matchday Show. Jetzt schnell rüber ans andere Mikrofon und dann sehen wir uns nach dem Spiel wieder.
dann von der Pressekonferenz. Jetzt viel Spaß bei Sky beim Spiel des TVB gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. An die Mütter, schönen Muttertag. Bis gleich und später.